Ladies and Gentlemen, ich heiße euch herzlich willkommen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Oh ja, wir sind zurück bei Final Fantasy X, meine lieben Freunde, ich freue mich sehr darüber. Und wir sind bei der stillen Ebene. Und ja, hier gibt es so viel zu tun. Es geht auf gar keine Kuhhaut, aber wir wollen eines direkt machen. Und das war da. Da ist sie. Mensch. Oh, you again. You're quite the notorious traitor these days. Hey, komm, sag was. What's it to you? Oh, you shouldn't take what the maesters say too seriously. For summoners, destroying sin is everything. We are no tools of Yevon. Understand? Yes. So, are you up to the task? I do not know, but I will do my best. You've got spirit, but you'll need more to beat Sin. An Aeon Duel. Show me what you're made of. So, so, du willst schon wieder ein Aeon Duel? Excellent. Dann so sei es. But before we begin, oh, sie hat mich geheilt. Also. I've just healed your Aeons for you. Let us begin. Also, das nächste, ich glaube, das dritte beste Duell. Oh, und sie bringt Shiva! The lovely, lovely Shiva. Choose your Aeon well. Also Shiva, ich weiß natürlich, was ich machen werde. Es ist kein Geheimnis, dass ich erstmal kackendreist bin und einen Meisterruf mache. Kackendreist bin ich und selbstverständlich gegen. Ich wollte jetzt eigentlich ich bringen, aber sind wir mal ehrlich, Meisterruf war Hamlet. Ist noch geiler. Ich würde sagen, dass dieser Kampf recht einfach wird. Wir dürfen zweimal angreifen. Machen wir natürlich. 868. Mit Großziel im Menü lassen sich die Statuswerte besser erhöhen. Man kann zum Beispiel der gegen physische Angriffe schwachen Shiva mehr HP geben oder den Geschick von Bombenweg erhöhen. Das ist zwar recht nett, allerdings für uns nicht weiter nötig. Wir machen einmal Vollgas auf. Oh, das macht weniger Schaden? Okay. Oh Gott, 300, really? Okay, es macht deswegen weniger Schaden, weil es ein Crit war. Ja, ich würde sagen, deswegen machen wir weiter Feuer und kurz bevor sie ihre Ekstase kriegt, mache ich dann einfach meine und dann ist das Ding wahrscheinlich sehr, sehr, sehr wahrscheinlich schon längst gelaufen. Ich sehe jetzt nun mal nicht, wie viel HP sie hat, aber mein Zoller, das mal angeschaut, behandelt hat, das Ding. Really? Ich verstehe ja nicht mehr auf. Und ey, dafür mache ich normale Angriffe, weil ich keine Lust habe, runterzukommen. Also, wenn das alles ist, meine liebe Shiva. Oh, ich glaube, ich mache jetzt noch. Ich meine, jetzt reicht eine Ekstase schon. Oder soll ich auf Nummer sicher gehen? Ich geh auch nochmal sicher. Weil warum jetzt verkacken? Ich weiß ja, wie gesagt, wie viel HP sie hat. Je mehr sich ihre Ekstase leiste, das mache ich noch halb. Ich geh auch nochmal sicher. Oh, ich hab keine Ahnung. Oh, okay. Oh, Crit. Gut, das war's. Jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Komm, ich darf zweimal angreifen, aber nochmal einen normalen Angriff. Ich sage, von hier sitzt nämlich auch voll. Ich darf aber zweimal angreifen, mega Flair. Feierabend! Was? 20.000?
Also ich hätte nicht eine Aktion machen müssen. Die hatte garantiert nicht mehr als 20.000 Leben. That is enough. Alter. Ivre, du Bamut, du Killer. Holy shit. Impressive. Remarkable talent. Traitor or no, you may have what it takes to beat Sin. Take this. You have earned it. Oh, ein Kraftschwert. Vielen Dank. Beste Seele. Thank you. I think you will do just fine. But if you ever feel like you want more training, seek the hidden temple of Remium. I will be waiting there. Farewell. Ich glaube, ich habe jetzt einen Fehler begangen, oder? Ah, nein, jetzt geht das ja eh erst mit Großsinn. Yes, 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 endlich! Da sie jetzt im Besitz der Bestia-Seele sind, können sie durch das Anwenden von Items die Statuswerte der Bestia erhöhen. Und das macht man mit überflüssigen Spheroiden. Das ist so geil. Wählen Sie Großziehen. Ja. Und danach die gewünschte Bestia. Ja. Und jetzt schaut euch das mal an. Und jetzt werden die Statuswerte der Bestia angezeigt. Statuswerte, die nicht erweitert werden können, erscheinen in Grau. Rechts in den Statuswerten werden die aktuellen Werte angezeigt. Ist klar soweit. Hier die Angriffskraft zum Beispiel beträgt 20. Und für 10 Kraftspheroiden könnten wir das jetzt erhöhen. Ich denke, das erklärt sich eigentlich von selbst. Oder die Abwehrkraft. Und je höher halt dieser Wert, desto mehr Kraft, desto mehr Spheroiden werden dann selbstverständlich gebraucht. Genau. Und dann sagen wir ja. Und zack. Und jetzt hat sie Magie 21. Und jetzt sagt natürlich sofort jeder, boah, dieser eine Punkt, der reißt nicht raus. Oh doch. Das tut er. Wir haben jetzt eben die Möglichkeit, zum Beispiel unsere Bahamut, ja, noch viel, viel stärker zu machen. Ja. Wir gehen auf Großziehen, wir gehen auf Bahamut. Und dann zum Beispiel, wir haben so viele Kraftsphären, deswegen sagte ich, glaube ich, also theoretisch hat man es weggeworfen, weil wir haben 99, werden wir niemals verbrauchen. Wir kriegen immer mehr. Und jetzt könnten wir zum Beispiel seine HP um 10 erhöhen. Also nochmal extra zu dem, was er eh schon tut. Was können wir mit allen Werten machen? Treffer zum Beispiel kostet 9 Zeitsphären. Fleck, weil das schon so hoch ist, kostet das Ganze 19 Sphären. Geschick kostet sogar 15 und so weiter. Das hier kostet viel zu viel. Hier Abwehrkraft. Das ist immens. Ja? Oder, na gut, MP ist ein bisschen anders, weil da erhöht sich der Wert zum Verhältnis etwas anders. Also hier kann man sehr viel coole Sachen machen. Und ich mache zum Beispiel jetzt mal was, weil wir haben schon zu viele Kraftsphären. Es macht einfach keinen Sinn, die zu behalten. Es wäre einfach vergeudet. Deswegen erhöhen wir die Angriffskraft. Mehr auch nicht. Ich will nur, dass ich nicht noch maximal Sphären habe, weil das dann einfach ausgeworfen, ja. Ability Spheroid habe ich zwar Max, aber ich glaube dagegen nichts. Da kann man auch nichts machen. Bei allen Bestia kannst du auch letztendlich das gleiche machen. Glück kann man natürlich auch erhöhen, aber dann hat man schon mal gut Spheroiden. Und ja, bei Erlernen kann ich jetzt auch gewisse Sachen beibringen. Das machst du genauso mit Ability. Aber nachdem der eh schon so gut wie alle hat, die Analyse könnte ich mir beibringen. Weil dann weiß ich zum Beispiel immer, wie viel Leben er hat. Das könnte ich zum Beispiel mit den Abilities für ihn machen. Dann weiß ich zum Beispiel immer, wie viel Leben. Das ist eigentlich recht cool. So. Und jetzt gehe ich erstmal weiter. Wir gucken uns mal weiter oben in der stillen Ebene. Wir werden hier noch eine ganz schön lange Zeit. Wir werden noch eine ganz schöne Weile unsere Zeit hier verbringen. Der sollte eigentlich braun sein. Ja, sehr lässig. Macht
Eisrad. Die zaubern einfach irgendwas immer. Was? Das hat er überlebt? Okay, dann wechsle ich mal ganz kurz die Mina ein. Für den Fall, dass es hier recht gut Erfahrungspunkte gibt. Dann wechsle ich einmal durch. Bin versteinert. Dann habe ich noch ganz gute Mina gerade bei uns. Und dann machen wir hier auch noch den Rest. Der holt auch mit Sicherheit ein Vernichtend. Ja. No time to waste. Let's go. 6.000 HP haben. Und das gibt nur 3.900. Warum? Stimmt, wir sind ja wieder an so einem Punkt angekommen, wo man sowas echt nicht mehr machen muss. Einfach die Gegner killen. Wir haben es eh genug trainiert. Irgendwann reicht es auch mal wieder. Da hinten sehe ich jetzt schon was liegen. Schauen wir mal vorankommen. Das kommt jetzt gegen viele Monster. Wird aber trotzdem Zeit, dass wir uns. Zwei Uni. Zwei Hackenschlangen. Kann es sein, dass genau ich von denen das nicht mehr kann? Ja. Oh, nee, dann hatten wir das schon. Wie viel Leben haben die? Okay, die haben wir nur von denen vorne. Oh! Gut, nun gegen. Mach, dass die mit den Steinen machen, ist eh klar, aber. Das trifft sich ja eigentlich ganz gut. Ich bin da immer noch so ein bisschen hinterher. Bitch. Ja, 4100, da gibt's noch mehr. Und wieder viel Kraftsphäroiden. Irgendwann wirst du eh so zugeschissen, dass du auch ein bisschen mehr. Dann kannst du jetzt mal Bettbuch. Band 23. F wird zum W. Boah, jetzt haben wir doch fast schon alle. Das ist ja nice. Wen haben wir da oben? Hallo? Ihr durchquert diese Ebene zu Fuß? Respekt. Ich will auf dem Chocobo reiten. Die Chocobos auf dieser Ebene sind fast alles zu Fuß. Man muss sie einfangen und zureiten, sonst machen sie was immer. Die Chocobos, die zur Zeit zugehören, sind noch nicht an Menschen gewohnt. Vielleicht geht es schneller, wenn ihr die Ebene zu Fuß durchquert. Aber was ist, wenn ich beim Zureiten helfe? Das hört sich zwar einfach an, ist aber ziemlich schwierig. Willst du es trotzdem versuchen? Ja! Ah, wir lernen Chocobo reiten! Gut. Hör zu. Von diesem Startpunkt aus musst du innerhalb einer vorgegebenen Zeit hierher gelangen. Erstmal einfach. Aber, wie gesagt, der Chocobo ist ungezähmt. Er wird also unkontrolliert durch die Gegend rennen. Stürme und lauf durch meinen Turm. Ja, machen wir mal. Verpasst du das Ziel oder kostest du. Ja, das ist gut. Und los! Ich sollte das machen. So, man muss immer gegenlenken. So, der Chocobo, der macht, was er will. Oh, das ist hart. Da muss man wirklich hart gegenlenken. Aber es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Nein! Komm schon! Nein! 0,02 zu spät. Oh. So knapp. Er ist einmal noch zu weit links gelaufen. Ansonsten hätte das bestimmt gereicht. Du musst halt schauen, dass er so lange wie möglich geradeaus läuft. Weil je länger er links oder rechts rennt, desto viel. Ja, das ist sauschwer. Das kostet zu viel Zeit. Schau, jetzt ist er vorbeigelaufen. Ja, Mann, du tust doch gerade. Du sagst doch, das ist nicht so einfach, weißt du? Und dann. Schnauze! Das ist so hart! Ich tu mir schon mal richtig mal an meinem Daumen weh! Komm! Wir schaffen es. Also mir bringt ziemlich random, ne? Es gibt keine wirkliche Technik. Ja, ich schaffe es. Ich hoffe,
rausgelaufen. Das ist absolut lang. Das ist wieder zu langsam. Ja, es ist leider immer noch nicht fertig. Ich durchlaufe das, weil Leute, es ist absolut chilliger, wenn wir die scheiß Ebene mit dem Schuppi durchlaufen. Und sonst haben wir noch sehr viele Kämpfe, die wir uns so sparen könnten. Komm! Das gibt's doch nicht! Was? Der läuft so lange links, rechts. Alter, das ist doch unglaublich. Es wird immer schlechter, das ist das Problem. Nochmal. Los. Ich bin jetzt mal. Jetzt muss man nur noch schneller die Tasten drücken, damit der länger geradeaus läuft. Jetzt wieder 0,02. Was?